Damen, ein herzliches Servus. Hallo. Ja, heute muss ein wenig an einem Beginn im Video. Was treibt er? Was treibt er denn? Ganz einfach. Ich habe mal den Mulch geholt. Ich habe zwar eigentlich was anderes vorgehabt, der Plan hat anders ausgeschaut. Ich wollte ursprünglich bei einer Wiesen abmähen, schwarten und alles mit dem Ladewagen auf einen großen Haufen fahren. Problem ist, mir fehlt schlicht und ergreifend die Zeit. Ich krieg's heuer nicht mehr gebacken. Darum habe ich mir den Mulch geholt und habe jetzt doch entschieden, nicht nur Mulch. Ich habe es erst einmal probiert und es funktioniert doch recht gut. Ich krieg's recht klar. Ja, genau das machen wir jetzt. Auch Wiesen habe ich schon. Und ja, jetzt machen wir halt einmal weiter. Dann schauen wir mal. Ja. Wie ist die Schab? Das ist die unten an dem Weiher, an dem Poltron. Und als nächstes mache ich die da im Grundstück, solange ich noch Licht habe. Und ja, entweder dann heute noch oder ja, morgen. Keine Ahnung. Machen wir mal Allrad neu. Machen wir nicht solche Spuren. Ja, warum mache ich dann nicht solche Spuren? Weil sich dann der Schlupfer wegen aufbehalt. Es ist ja doch relativ weich. Und ich will ja nicht meine Wiese zerstören. Der Bulldog ist schwer, der Mulch hier ist schwer. Ja, und ich habe keine Lust, mit dem Gerät alles kaputt zu machen. Und wenn ich dann nur auf Hinterradantrieb fahre und der kommt auf Amrad ein wenig ins Rutschen, ja, dann hast du da ruckzuck Spuren in den Wiesen drin. Und mit Allrad verteilt sich das ein kleines bisschen. Nicht perfekt, aber ja, besser auf jeden Fall. Gut. Dann mulchen wir mal.
Ja, keine Ahnung, ob man mich erkennt. Ich habe da oben den Strahler eingeschaltet, weil, ja, wie immer, es ist halt schon Nacht. Ich habe jetzt gemulcht. Ja, wie ich jetzt sagt, das ist aber ganz schön planlos gewesen, was du gemacht hast. Bist du jetzt ein Blitz am Fahren, kennst dich wohl nicht aus. Das ist ein 3 Meter Mulche. Ich habe da den Zaun vor die Schweine. Ich habe Bamler. Und ja, du musst da ein wenig schauen, wie du das machst. Du kannst wohl einen Mulcher neben rausschwenken, aber auch nicht unbegrenzt. Und da muss man halt gucken, wie man es am besten macht. Und dann auch die Richtung. Wie steht es groß? Wie geht es am besten weg? So ein Schlägelmulcher, der macht es doch. Nein, der macht es eben nicht, wenn es ziemlich dick ist und schon unten liegt. Da musst du ein wenig auf die Richtung achten. Also so planlos war das nicht. Ich will auch nicht sehr viel drin herumgurken, deswegen bin ich halt am Moninder gefahren und habe dann von unten nach Spuren auf, weil es einfacher war, als jetzt den Bulldog da komplett zu wenden. Da lieber habe ich gesagt, ich mähe Mulch zurück und wieder rüber. Ja, das Ergebnis kann ich euch ja mal zeigen. Es ist nicht berauschend, sagen wir es mal so. Das ist groß. Es ist nicht berauschend, das Zeich ist relativ dick. Es sind so ganz ein Brocken drin, aber gut, so spare ich mir jetzt das Miesstreuer auf die Wiesen. Dann habe ich meinen Dünger in Form von groß. Es ist natürlich nicht so schön. Ich hätte, wie gesagt, am allerliebsten eigentlich alles abgefahren und hätte es sauber kompostiert oder ja, zu Humus werden lassen und dann drauf gestreut. Wäre schöner. Also ich hoffe, man erkennt auf der Kamera was, wenn ich so ein wenig leuchte. Wie gesagt, so gut wie möglich bin ich rum. Da oben sind auch die Hecken noch. Ihr seht schon, da sind noch die Brennnessel. Das gehört einmal dann extra ausgeschnitten. Da habe ich auch noch ein Spielzeug. Dann kann ich einmal da die ganzen Hecken bei den Schweinen ein wenig zurückstutzen. Nee, also im Großen und Ganzen. Es ist jetzt weggemulcht, das war mir das Wichtigste. So wie jetzt noch so ein kleiner Zipfel, wo was steht. Ach Gott, wie schlimm. Ja, da stehen ja noch einzelne Helmler. Ich bin auch nicht bis an die Bäume noch, weil wenn sie kaputt sind, sind sie kaputt, das wisst ihr schon, ne? Also lieber ein bisschen Laubstand halten. Den Rest macht sie in Not die Motorsasel. Nee, aber mir ging es jetzt darum, dass das Zeug einfach so gut wie möglich wegkommt, dass nicht das ganze Große oder noch steht, weil das ist einfach scheiße. Im Frühjahr kriegst du es dann nicht weg, du hast da doll verfilzt. Und dann hast du da bloß wieder die Schererei damit. Ja, wie gesagt, zwei Wiesen sind fertig. Unten die schaut ein wenig schlimmer aus. Da war deutlich dicker gestanden wie da. Aber mal schauen. Wie gesagt, wenn ich mies drauf gestreut hätte, wäre es genauso. Ich bin so gefahren, extra ein wenig langsamer. Der Mulcher hätte es freilich geschafft. Ja, ja, ist gut. Der Mulcher hätte es freilich geschafft, ohne weiteres. Aber machen wir mal Licht. Ja. Der Mulcher hätte es freilich geschafft, ohne weiteres. Aber so war es sich, das Zeich ist alles ein wenig klargehäckselt. Es liegt schön dort. Die Regenwürmer können auch ein wenig arbeiten, weil Regenwürmer haben wir in den Buden. Sollen sie es reinziehen, sollen sie auch draußen einen Humus machen, dauert vielleicht alles ein wenig länger. Und ja, es liegt jetzt der Schicht drauf auf die Wiesen. Und ja, im Frühjahr werde ich es mit den Arten bestimmt mit rausziehen. Aber ich habe heuer einfach die Zeit nicht mehr. Ich schaff's nicht mehr. Also wie gesagt, es soll mir nicht für möglich halten, aber mir fehlt die Zeit. Ich komme nicht dazu. Unter der Woche kannst du von der Arbeit haben, dann machst du den Stall. Ich bin bei den Schweinen, bei den Rinder hin. Ja, und dann bist du da fertig und dann ist es dunkel, dann ist es 6er. 6er gibt es Abendessen und gehst zum Abendessen. Ja, und wie schnell geht die Zeit dann immer? Dann ist die Woche rum, dann hast du schon wieder Freitag, denkst am Freitag schaffst du es. Haben wir heute Freitag. Ja, dann hast du auch früh. Da stehst du mit dem Stolzer da, dann musst du Hai und der Stroh vielleicht auffüllen, weil das ist. Dann musst du vielleicht ein Wasser machen oder so. Ja, dann ist der halbe Tag schon wieder rum. Dann hängst du den Mulchen an, machst dir erst ein Wiesen, zack, ist schon Kaffee trinken. Und naja, ehe du dich versiehst, ist schon wieder ja, finster, es ist schon wieder Nacht. Ich habe jetzt zwei Wiesen fertig, die da im Hof und die unten am Weihe. Es fällt jetzt noch die am Bandom. Ich muss auch mal gucken, wie ich das unter dem Baum da mache. Keine Ahnung, vielleicht mähe ich es auch doch mit dem Mähwerk oder mit dem Ladewurm. Weiß ich noch nicht. Ich wollte ja eigentlich den Schwader auch mal probieren, aber wie gesagt, ich denke, wenn ich morgen früh einfach den Mulcher nehme und fahre da einmal drüber und mulch's weg, im nächsten Jahr ist es im Guten relativ gut drüber. Die Reste, ja, die werde ich mit der Aden ein wenig rausziehen. Und vielleicht habe ich vor dem Grasrest dann ein bisschen was im Futter drin. Das kann durchaus passieren. Muss ich sehen.
Ich sag dir, ich komme halt nicht so da rein. Es nutzt nichts, ich kann nicht jedes Mal noch zu steil legen. Ihr seht ja selber am Bulldog, das Licht ist dunkel, du siehst fast nichts. Du hockst auf dem Bulldog drauf, schaust durch die Scheiben aus und weißt aber nicht, bist du jetzt schon weit genug drin? Wird es da schon zu eng, oder nicht? Ey, 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 ey! Was ist denn los? Randale! Oh, oh! Ja, ja. Dann ist immer Haufen los. Schauen wir einfach mal, wie es morgen ist. Also, vielleicht habe ich Lust und Zeit, aber ich will mit der Mutter, die hat was gesagt, ich soll mit ihr was holen. Müssen wir auf Stockheim nennen. Naja, mal gucken. Irgendwie und sowieso und keine Ahnung. Es wird wann. Wenn nicht, ihr erfahrt es ja dann, weil dann nehme ich euch halt mit dem Mulchen noch einmal mit. Da machen wir die letzte Wiesen. Dann wäre ich fertig, den Mulchen sauber machen. Das nächste als Mähwerk ist sauber, ist aufgerannt. Der Schwader ist eigentlich sauber. Der Ladewung ist eigentlich alle. Ja, überall haben wir das Zeug alles auf und dann nimmt Mulchen und fertig und Käse. Schauen wir mal, sehen wir mal. Genug gelabert. Groß ist auf jeden Fall doch weg. Und dort drunten weg. Und den Rest sehen wir dann. Das kriegen wir. Gut, für heute Schluss.
ich hier so einstelle, dass ich nicht das Crossover abschlägt, ich will ja keine Bodenbearbeitung machen. Also wirklich, ich muss das Alter immer ständig ja groß reinmulchen, dass das über den Winter dann auch ein wenig, naja, reingezogen werden kann und vielleicht von den Würmern oder so, ja, verwertet. Regenwürmer haben wir ja genug. Also wenn es dann einstichst, dann kommt der Schaufel schneller mal 10 Stück drauf. Das ist ja im Endeffekt ein extensiv bewirtschaftet auf der Mikrofassung. Also wenn es das so willst. Willst du mal da schauen, dass ich so viel Glück runter hole, aber heute habe ich eigentlich Glück bekommen. Naja, Silo ist nichts mehr gewonnen. 18 Ballen Silo habe ich. Jetzt, wenn ich mir vorstelle, ich hätte aus den ganzen Ding auch mal Silo gemacht, dann kriege ich die Silo-Ballen weg. Das ist Arsch, Mann. Und das ist dann Arbeitszeit, Arbeitskraft, es ist Ballnetz und Wickelfolie, die wir umsonst vererben. Weil selbst wenn ich jetzt so etwas Silo-Ball und was ich nicht brauche, habe ich auf Mist oder so. Es ist ja irrsinnig die Maschinenverschwendung. Und da hätte ich ja auch IACWer müssen jetzt schrauben müssen. Das hätte rankommen müssen zum Pressen. Der Michael kommen müssen zum Wickeln. Dann hätte ich mit dem Radlader alles abgefahren. Ich muss uns dann vielleicht alles wieder auszupacken, um mit dem Radlader auf den Misthaufen zu fahren. Das ist ja Irrsinn. Das macht keinen Sinn, wie gesagt. Ja, jetzt werden dann einige so, jetzt halt die Ballen verkauft. Ich glaube, im Jahr 2021 jetzt da kann er Ballen verkauft. Viel haben wir ja auf dem Kopf. Das Jahr wird gut. Das sehe ich ja mit meinem Heu. Deswegen habe ich ja gar nur mitgemacht. Der Stadl ist voll. Was gut ist, also ich will mich nicht beschweren. Bloß, wie gesagt, den Faden verloren. Ja, nee, der Stadl ist voll. Das Zeug verkaufen dann, das hätte keine Kraft, weil wir würden dann ein Silo haben, das dann zumal nicht optimal ist, nicht viel oder so. Ja, jetzt ist die Flutopfer oder so geschenkt. Da musst du erst nochmal einen Transport organisieren und zwei, die jetzt mit nüchtern, ist das recht gut gelaufen schon. Nee, wie gesagt. Außerdem habe ich gesagt, ich möchte einfach meinen eigenen Wirtschaftskreislauf halten, das ist mir ganz wichtig. Das Grasnadel ist ja im Endeffekt auch ein Dünger. Wenn ich das jetzt runterfahre und verkauf's, dann habe ich keine Dünger mehr, weil das kommt ja dann nicht mehr zurück. Quasi von der Wirtschaftsdünger weg. Und das, wenn jetzt aktuell, wie man sieht, Kalkamonsalbede, Alzon und alles entweder nicht mehr lieferbar oder zu teuer ist. Ihr wisst, ich habe heuer im Frühjahr noch einmal gedüngt gehabt. Hätte ich eigentlich wieder vorgehabt mit meinem Glanrodina-Streuer. Aber wenn ich die aktuellen Düngerpreise sehe, beziehungsweise sehe, von der Höhe, von der Raiffeisen, von der Maiwa, die haben nichts mehr, die können ja nichts mehr liefern. Sind wir mal ehrlich, dann ist es schwachsinnig, auf den Dünger da zu verzichten und dann habe ich selber kann. Weil ihr wisst ja meine Problematik und zu wenig Mist. Mein Güllefoss ist noch nicht fertig. Da muss noch irgendwas dran gemacht werden. Aber Gülle Jauke habe ich ja auch nicht. Ja, da muss man sich was einfallen lassen. Und dann will ich, wie gesagt, schauen, dass das Gras hält. Deswegen haben wir ja die Grundidee. Du nimmst das Gras, wirst es auf einen Haufen, musst es kompostieren, musst es in zwei Jahren als Dünger. Ja gut, jetzt haben wir es mulchen. Ich hoffe, es zersetzt sich einigermaßen über den Winter. Ich schätze, im Frühjahr werde ich einiges rausziehen. Das ist leider für die Kunst dabei. Wenn zumindest ein bisschen was davor schon weg ist, ist ja auch Dünger. Natürlich lang nicht so gut, wie wenn es zersetzt ist, der Kompost oder Humus. Aber gut. Dafür gibt es mal eine Folge mit Rindern, die ja im Normalfall recht gute Arbeit leisten. Und da hoffe ich jetzt einfach drauf, dass das den Winter dann gut funktioniert, dass wir einiges an Wasser bzw. Schnee oder was kriegen. Dementsprechend, das Zeug sich dann auch schön zersetzt und die Nährstoffe in einen Boden reingehen.
jetzt weiß ich auch, warum sie den Schutzrohrfahrt nicht mitgedreht hat. Ja, jetzt sieht der Hochenscheinbohr beim Vorgänger, den er gehabt hat, ausgehängt. Also nein, es ist nicht meine, das ist der von Jochen noch geschafft, den Mulcher, aber der, den er halt zuletzt gehabt hat, der war sich ausgehängt und war halt ein wenig lose oder was. Naja, ob noch wieder gefunden hat, schon in jetzt dreht sich es nicht mehr mit. So, ich schaue jetzt aus wie ein Sau, dafür ist der Mulcher jetzt zu weit sauber, der Bulldog passt an. Ja, dann fahren wir jetzt heim. Und ja, dann sind wir eigentlich mit dem Grünland zu weit durch. Dann rauskommen. Jetzt muss man wieder über die Bundesstraße rüber, das ist natürlich zum Kotzen. Ich mag das gar nicht gern. Ja, das geht. Keine Frage. Aber wieder die Bundesstraße rüberfahren, das ist immer so. Wenn die Ampel unten schaltet und da kommt keiner, dann bin ich 3G theoretisch frei. Ich muss einfach den Gas geben, komm. Los! Das Problem ist, der Hund, der darf die Auto 70 fahren. Und wenn du mit dem Bulldog kommst, ich meine jetzt mit dem Mulcher geht's, das ist kein Problem. Aber wenn du jetzt dann einen schweren Hänger oder so drauf hast, dann ist schon scheiße. Gehen wir jetzt da oben runter oder nicht? Mit einer Auto lachen. Mit ein paar Reide. Komm ich nicht vorbei. Die Bühne ist 3 Meter. Der hat sich ein wenig blöd nachgestellt. Da ist ein älterer Frau aus dem Auto ausgestiegen. Auf der Beifahrerseite. Mann ist ja recht, aber. So. Das ist auf jeden Fall blöd. Und ich stehe ziemlich auf der Straße und genau in der Engstelle drin. Das finde ich ein wenig ungünstig.
auf den Nerv halt rum, weil ich nicht mehr komme. Was ist denn mit dem Kind ab? Ich gehe einfach in den Augen. So, für diesen Vlog dann die letzte Rückmeldung. Ja, ich weiß, es haben wir ja viel drauf gewartet, dass endlich der Vlog kommt mit dem Motorsägewerk. Eigentlich, ja, die warten ja überhaupt drauf, dass einmal wieder was kommt. Ja, Motorsägewerk, ich bin, wie gesagt, leider nicht dazu gekommen, als war das München angesagt. Und ich muss echt sagen, Schwein gehabt. Apropos Schwein. Meine Strohschweinchen und fressen. Das Geschmatze im Hintergrund. Oma! Ja, die zwei Kandidaten. Nicht mehr lang. Ja, nee, auf jeden Fall, es war eine gute Idee, dass ich überhaupt gemulcht habe. Weil ich weiß nicht, ob man es sieht, wenn ich jetzt mit der Kamera rausgehe. Vielleicht hört man es. Ja, sehen werden wir es wahrscheinlich eher nicht. Es pisst. Und nicht einmal wenig. Ja, war ja vorauszusehen, dass das kommt. Ich meine, halt früher hat es geschneit, dann ist es natürlich wärmer geworden und irgendwann war dann auch Schneewasser. Und ja, ich bin jetzt eigentlich wirklich froh, dass ich das halt früh gleich vorgemacht habe. Ich steht mich eigentlich an wie Sau, wenn ich die Wiesen nicht gemulcht habe. Weil irgendwann kommt es dann nicht mehr rein, dann ist es sehr nass. Ja, wie gesagt, Wasser von oben, das Zeug abgemulcht, dann kann es verrotten. Und im Frühjahr dann einmal abschleppen und dann, ja, hoffen wir einfach drauf, dass dann schön wieder dick nachwächst, dass das auch als ein wenig Rohstoff ist. Ja, Mulch habe ich vorhin noch sauber gemacht, wie ich heimgekommen bin. Einfach bloß mit dem Gartenschlauch ein wenig aufgeleitet und den Bulldog halt. Weil ich meine, es hat geschneit, die Salzstreuung und unterwegs. Und ja, wir haben Hohlraumfett drauf auf die Kotflügel und wir haben auch den Unterboden vom Bulldog mit dem Hohlraumfettzeug da ein wenig eingesprüht, dass er halt ein wenig einen Schutz hat. Aber trotzdem, dass das Zeug gar nicht so drauf ist, einmal ein wenig drüber geflogen, dass der Krebs da drehen ist, dass der Bulldog eigentlich immer so sauber ist. Der steht ja in der Halle auf die Hackstätzel und wenn da von der Erden oder größere Zeug mit drin ist, ist auch nicht schön. Es wird hier sauber gemacht. Mulch ein wenig ausgefleit, dass der wieder sauber ist, weil ich habe noch sauber gekühlt und dann stelle ich nachher sauber wieder zurück. Genau. Ja, dann bin ich für heute durch. Der Mais ist gar geerntet worden, die Rüben auch. Was ich da nicht geerntet habe, das haben sich die Rehe gekühlt. War nicht mehr viel, ein paar einzelne Stängeler. Nö, und ansonsten, ja, Grünland fertig, Ackerbau ist fertig. Vorerst im Frühjahr, mal schauen, wie es mit dem Raps ausschaut.
Der ist beschissen. Da werden wir wahrscheinlich uns was einfallen lassen müssen. Naja, mal gucken. Nö, aber dann passt es, dann ist die Arbeit da gemacht. So, die wie gesagt fleißig am Fressen. Ich denke, das ist als Abschluss für diesen Vlog dann nicht schlecht. Ich gehe jetzt dann auf und mach Feierabend. Lang. Schon wieder eine Woche nicht rum, weil wenn man ausschaut, ist es schon wieder finster. Bin ich immer Freitag da Abend, habe ich am Freitag was getan. Dann ist es Samstag, denke ich, hat man ja Samstag noch und dann ist schon wieder Samstagabend und dunkel und dann denkt man sich, wieder nichts gewonnen. Wie gesagt, mit dem Motorsäge, das ist halt, naja, es wird schon immer noch der durchkommen, wo das passiert. Wie gesagt, ich habe es auf der Agenda, das steht auf jeden Fall fest, das kommt demnächst. Ich verlinke da dafür dann auch nochmal das Erklärvideo, weil wenn ich die in Aktion zeige, da werde ich nicht mehr viel erklären. Ich zeige es auch noch einmal kurz im eingespannten Zustand und dann, wie das funktioniert. Und dann werden wir mal ein paar Bretter oder was sehen. Und dann schauen wir mal. Und dann habe ich auch noch ein neues Spielzeug. Das habe ich mir am Montag die Woche kurz gehabt. Das ist ein Heckenschäferstiel. Hier habe ich mir gerade hergerichtet. Die hat auch ein wenig desolat ausgeschaut. Aber funktioniert, ist gelaufen. Und dann halt auch mal einen Kundendienst dran gemacht. Haben wir drüber geguckt, alles ein wenig gereinigt, das Ganze auch was vom Baumharz ein wenig zugepicht worden, das Messer haben wir gereinigt, das Getriebe mit frischem Fett gefüllt. Ja, halt Standard bei mir. Ich bin ja normalerweise, wenn ich mir was kaufe, ich baue das Zeug erst auseinander und dann muss ich es erst einmal sauber machen. Außer es ist eigentlich ganz neu, dann mache ich es nicht. Aber es ist halt so. Das war gebrauchter. Und auch die Motorsäge, oder es war ja gebrauchter. Aber sowas das. Ich zerlege das dann einmal in meinen Kundendienst und dann die Teile, wo ich genau weiß, die sind immer so ein wenig verschleißträchtig, wie ein Pulsschlauch oder sowas, dann werden die gleich gemacht. Das habe ich jetzt bei der Heckenschere noch nicht gemacht, weil da ist er zu neu dafür. Aber ja, die Haum oben drauf, die Starterhaum ist kaputt. Und der Choke war abgebrochen, der Hebel. Das Schwert war da doll verharzt, Getriebe war ja, mehr drucken als was anderes. Ja, und das habe ich halt alles einmal gemacht. Einmal sauber gemacht, einmal ausprobiert. Gestern haben wir dann erst einen Schlitter mitgemacht und meine Koppel hinten rum, dass es da einmal wieder geht. Ja. Na gut, in diesem Sinne, ich wünsche euch was. Machen wir noch einmal einen Schwenk über die Schweinchen. Im Sinne wünsche ich euch jetzt dann ein schönes Wochenende. Ich weiß noch nicht, ob es morgen im Sonntag schon kommt. Ich sage mal schöne Zeit. Wir hören uns wieder. Und nein, ich habe es nicht vergessen. Kommt. Apropos vergessen. Es hat einmal eine schöne, könnt ihr mal wieder einen Hofrundgang machen. Ja, ist auf der Agenda mit drauf. Wird natürlich auch gemacht. Habe ich gemerkt. Oder habe ich mir gemerkt. Das wird auf jeden Fall einmal was für den Winter, wenn die ruhigere Zeit kommt. Ich meine, ich habe jetzt noch ja, rund 4 Wochen, 3 Wochen, 3,5 Wochen zu arbeiten. Und dann kommt ja Weihnachten, dann haben wir auch Betriebsurlaub. Und ja, vielleicht komme ich dann endlich einmal ein wenig dazu, was zu machen. Genau, in diesem Sinne, ich wünsche euch was. Servus, la!